Planspiel heißt, dass hier 112 Angehörige von deutschen Landesregierungen sitzen. Ich bin die Ministerpräsidentin von Brandenburg. Ich bin der erste Bürgermeister von Hamburg. Das war jetzt noch nicht so ganz geplant, gerade noch in der Schule, aber jetzt gleich Bürgermeister. Ich bin die Innenministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Europaministerin. Bob, der Bauminister, ne? Ich bin die Senatorin für Wirtschaft. Ja, fühle mich ein bisschen unter Druck. Es wird alles sehr oft diskutiert, was ja auch sinnvoll ist, dass man dann zu einem guten Ergebnis kommt. Ja, bis jetzt ganz interessant, wir diskutieren hier und stimmen so den Gesetzen zu oder eben nicht. Das ganze Diskutieren finde ich sehr lustig und vor allem dieses mit den Ausschüssen, wo wir dann Meinungen von allen Parteien gehört haben, von allen Bundesländern und auf wirklich einen Nenner zu kommen. Herr Brandenburg dagegen. Schön, dass ihr alle hier seid. Das ist ein ganz ungewöhnliches Bild. Ich sitze ja normalerweise da oben. Ich habe den jungen Leuten eben empfohlen, vor allem erstmal auf eine berufliche Grundlage zu setzen. Politik kann man auch immer machen. Mir hat es immer sehr geholfen, eine eigene Verankerung im normalen Leben zu haben, weil Politik für ganz Deutschland da sein muss. Und dann ist es auch hilfreich, wenn alle Sichtweisen in der Politik vertreten sind. Viele stellen sich das ja sehr abstrakt vor, dass irgendwelche Menschen in Sitzungen Entscheidungen treffen, aber dass vieles davon abhängt, dass man Mehrheiten findet, dass man um Mehrheiten auch ringt, dass man andere Menschen überzeugt. Das ist ja wirklich das, was auch stattfindet. Wir wollen den Abbau vom Schiefergas nicht unterstützen und auch nicht nach außen dafür stehen. Dies ist die Mehrheit. Also ich dachte, es wäre langweiliger, aber ich finde, es ist sehr interessant und man kommt richtig ins Gespräch mit den anderen Leuten. Ich habe mir die Arbeit ein bisschen schwieriger vorgestellt. Also ist cooler, als ich dachte. Ich dachte, wir sitzen so im Bundesrat und schreien uns gegenseitig an. Also ich fühle mich schon fast wie ein Politiker. Es hat Spaß gemacht.